Na mal, hier ist wieder der Schattennase weiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Ich mach mal weiter mit den Düsseldorfer Altbieren und hab dann heute das leckere Dröpke Ürie Altbier. Und auch das kommt wieder in der schönen Bügelflasche. Nur 4,7% Alkohol, also alkoholmäßig eher ein bisschen geringer als die anderen. Seit 1862 aus feinsten Zutaten herausgebraut. Brauwasser, Gerstenmalz, Karamellmalz, Röstmalz. Also Gerstenmalz, Gerstenkaramellmalz und Gerstenröstmalz. Doldenhopfen und ürige Hefe. Die haben also offensichtlich eigene Hefe. Abgefüllt wurde am 14.07. Das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her. Und mindestens haltbar bis 6.10. Das heißt, der ganze Driss ist keine 3 Monate haltbar. Und das ist von der Ürige Obergierger Hausbrauerei GmbH. Und ich habe das schon mal getrunken. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie das geschmeckt hat. Aber ich finde das schön, dass man hier im Trinkgut tatsächlich, ich glaube, alle Düsseldorfer Hausbrau-Altbiere kriegt. Das ist definitiv was Gutes. Aber ich sag mal so, ich werde wohl langfristig bei meinem Bolten alt bleiben, weil das ist halt hier um die Ecke, da kann ich zu Fuß hingehen. Und wir sollen ja auch die lokale Wirtschaft fördern und weite Transportwege vermeiden. Und da ist halt Bolten der nächste Transportweg. Und ich mache das eigentlich auch recht gerne. Am liebsten mache ich zwar immer noch, das hört sich blöd an, das Bolten Malzbier. Das hat auch den höchsten Konsum. Und das riecht jetzt mal ein bisschen anders. Also da kommen jetzt erstmal keine Röstaromen durch. Ich hatte jetzt gerade, muss ich dran denken, ja, wie soll ich euch das erklären? Das roch ein bisschen nach Patschkul. Jetzt wisst ihr natürlich nicht, was eine Patschkul ist. Das war, ja, ich sag jetzt mal, früher hat man da so, das waren so Gruben am Acker, so ausbetoniert. Und da wurde dann so eine Art Silage hergestellt. Also das riecht ein bisschen nach Silage. Warum auch immer. Ich hoffe, das schmeckt nicht so. Nee, schmeckt nicht nach Silage. Hat wieder ein etwas stärkere Röstaromen. Mit einem leichten Nachgeschmack von Malzbonbons. Nicht sehr bitter. Also mit dem Hopfen haben die sich ein bisschen zurückgehalten, was ja nicht schlimm sein muss. Auch der Geschmack von Malzbonbons als Nachgeschmack muss jetzt nicht schlimm sein. Finde ich auch nicht schlimm. Und ich finde das auch gut, dass die Düsseldorfer Hausbrau-Altbiere alle irgendwie ein bisschen anders schmecken tatsächlich. Und ich meine, ich bin kein Altstadtgänger, deswegen, ich bin tatsächlich noch nie in der Düsseldorfer Altstadt gewesen, abends, privat. Wie gesagt, ich bin ein paar Mal tagsüber gewesen. Eine von den Hausbrauereien war Kunde von der Firma, wo ich damals gearbeitet habe. Deswegen bin ich da ein paar Mal tagsüber gewesen, aber so aus Vergnügen bin ich tatsächlich noch nie in der Düsseldorfer Altstadt gewesen. Aus diversen Gründen. Einer davon ist,
dass die öffentlichen Verkehrsmittel hier so scheiße sind, dass ich die nicht benutzen kann. Und wenn ich im Auto fahre, kann ich kein Bier trinken. Also ich müsste dann jemanden haben, der selber keinen Alkohol trinkt und mich dann da hinfährt und abholt. Und mal davon abgesehen, bin ich auch kein wirklicher Fan von größeren Menschenmassen, vor allen Dingen nicht, wenn die besoffen sind. Das ist aber auch jetzt, um zu dem Bier zurückzukommen, das von den Düsseldorfer Altbieren, was mir am schlechtesten schmeckt. Was nicht heißen muss, dass das ein schlechtes Bier ist. Und mir fehlt ein kleines bisschen dieses weiche Mundgefühl, was ich sonst bei den Hausbrau-Bieren immer hatte. Das ist zwar da, aber deutlich weniger als bei den anderen. Und jetzt fragt mich nicht, woran das liegt, dafür bin ich zu wenig Bierexperte. Aber das fällt mir halt auf. Aber trinken kann man ja trotzdem. Mir fallen halt zwei Dinge besonders auf. Die starken Röstaromen und der Malzbonbon-Geschmack. Das eine mag ich gar nicht und das andere finde ich gut. Ja, das kommt dann im Endeffekt, glaube ich, auf eine mittlere Wertung raus. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass es dadurch ein schlechtes Bier ist. Das heißt nur, dass mein Geschmack nicht ganz trifft. Ich hoffe, keiner von euch, die hier zugucken, übernimmt meine Meinung ungeprüft. Das soll einfach nur so ein leichter Ratgeber sein. Mein Eindruck. Und wenn ihr wissen wollt, ob euch irgendwas, was ihr hier auf dem Kanal seht, schmeckt, probiert es einfach aus. Da ist nichts dabei gewesen bis jetzt, wo ich sagen muss, das kann man sich nicht leisten. Zumindest zu probieren leisten. Also ich sage jetzt mal, ich habe, glaube ich, noch kein einziges Getränk gehabt, was mehr als 5 Euro gekostet hat. Das heißt, für den Preis von weniger als einer Packung Zigaretten kriegt man alle Getränke, die ich hier hatte. Und das teuerste waren, glaube ich, diese Fentimans Sherry Cola. Die sind richtig teuer. Aber auch die kosten, glaube ich, maximal 3,50 Euro für so eine große Flasche. Nee, das wird nicht mein Favorit. Ist aber trotzdem okay zu trinken. Ich würde keinen schlagen, der mir ein Freibier Ürige ausgibt. Deswegen, das kriegt von mir nur einen Seitwärtsdaumen mit so einer leichten Tendenz nach oben. Es trifft einfach nicht meinen Geschmack. Ich hoffe aber, das Video hat euren Geschmack getroffen. Gerne einen Daumen hoch. Nette Kommentare, freue ich mich auch immer drüber. Und dann sage ich wie immer, danke fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.